Ja, sehr verehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, und jede Parlamentswoche grüßt aufs Neue das parlamentarische Murmeltier in Gestalt der AfD, das uns Woche für Woche mit den immer gleichen beiden Tagesordnungspunkten beglückt. Das ist allerdings insoweit auch ganz konsistent, als mein Fraktionsvorsitzender mich heute Morgen darauf hingewiesen hat, dass wir heute, ich weiß nicht, ob Sie es wissen, den internationalen Tag des Murmeltiers begehen. Insoweit findet da vielleicht durchaus auch zusammen, was zusammengehören könnte mit der Art und Weise, wie wir heute wieder konfrontiert werden. Jetzt wissen Sie alle, dass ich nicht zu denjenigen gehöre, denen man gemeinhin glaubhaft unterstellen könnte, einem besonderen Mangel an Worten zu unterliegen. Vielmehr gehöre ich dem in diesem Saal durchaus prominent vertretenen Spektrum von Menschen an, die sich ganz gerne selber sprechen hören. Die Skurrilität des heutigen Vortrags und auch die Art und Weise, wie das jetzt jede Woche wieder zu beantworten ist, bringt allerdings auch mich ein gutes Stück weit an die Grenzen meines Narzissmuses in dieser Hinsicht. Deshalb vielleicht einfach die Kurzform dessen, was ich Ihnen in den vergangenen Wochen schon öfter gesagt habe. Erste Bemerkung: zunächst einmal, Kollege Reis hat völlig recht, insoweit als er darauf hinweist, dass eine demokratische Abstimmung in geheimer Wahl beantragt ist und nach Maßgabe der hierfür einschlägigen rechtlichen Vorgaben unterliegen alle Kolleginnen und Kollegen selbstredend ihrem Gewissen und einzig ihrem Gewissen bei dieser Wahlentscheidung. Das führt zweitens dazu, dass ich außerstande bin, für meine Fraktion, für Kolleginnen und Kollegen in cumulo zu sprechen. Mir verbleibt einzig Ihnen meine persönliche Sichtweise darzustellen. Ich will das an dieser Stelle nochmals in aller Kürze tun. Ich bin fest davon überzeugt, sowohl als Parlamentarier als auch als Politikwissenschaftler, dass die AfD bei den Wahlen zum letzten Bayerischen Landtag nun einmal demokratisch in dieses Parlament gewählt worden ist. Ich mache aus meinem Herzen keine Mördergrube, dass mir dies nicht gefällt, aber daraus resultiert eben, dass es eine Selbstverständlichkeit für uns Demokratinnen und Demokraten ist, die AfD in ihren parlamentarischen Mitwirkungsrechten, die durch Wahl sozusagen erlangt worden sind, auch entsprechend zu würdigen. Deshalb haben wir da nie eine Einschränkung gemacht. Deshalb haben wir die AfD auch an die Spitze sogar von Ausschüssen dieses Hohen Hauses gewählt, bis dass sie selbst unter Beweis gestellt haben, dafür mit einzelnen Personen ungeeignet zu sein. Siehe Bildungsausschuss und die jüngsten Ereignisse in diesem Zusammenhang. Ich bin aber ebenso der festen Überzeugung, und auch das sowohl als Parlamentarier wie auch als Politikwissenschaftler, dass es sich anders verhält im Hinblick auf das Amt eines Vizepräsidenten. Weshalb? Insbesondere deshalb, weil ein Vizepräsident nicht für sich selbst in irgendeiner parlamentarischen Rolle spricht, sondern weil ein Vizepräsident für uns alle spricht. Aus gutem Grund ist die Regelung deshalb so gestaltet, dass man dafür kein Benennungsrecht, sondern ein Vorschlagsrecht hat. Man kann diesem Parlament einen Vorschlag unterbreiten und das Parlament hat anschließend darüber zu entscheiden, ob man diesem Vorschlag folgen möchte, ja, ob man nach Erforschung seines Gewissens bereit ist, diese Person damit zu beauftragen, außerhalb dieses Parlaments, da draußen bei den Menschen für uns alle zu sprechen. Mir fällt diese Gewissensentscheidung unter dem Eindruck der bisherigen parlamentarischen Karriere des Kollegen Stadler und auch und insbesondere unter dem Eindruck seines skurrilen Auftritts vom heutigen Tage sehr leicht. Und deshalb lassen Sie mich enden, weil ich damit in aller Regel ja sehr sparsam bin, mit einem Lob für die AfD. Ich lobe Sie heute, meine Herren von der AfD, für die Art des Verfahrens, das Sie wählen, dass Sie uns nämlich immer nicht nur mit diesem Tagesordnungspunkt beglücken, sondern darüber hinaus auch immer mit diesen Vorstellungen. Lassen Sie sich gesagt sein, diese Reden, die Sie da halten, die helfen mir sehr bei meiner Entscheidung. Und ich füge die Hoffnung an, dass Sie bis zur nächsten Landtagswahl auch den Menschen in Bayern helfen werden. Denn die haben ja jetzt eine wunderbare Gelegenheit, ihr vermeintliches Spitzenpersonal Woche für Woche im Detail kennenzulernen. Und wenn das am Ende des Tages dazu führt, dass Sie diesem Parlament nach der nächsten Wahl nicht mehr angehören, dann ertrage ich gerne, was Sie jede Woche mit uns veranstalten. Herzlichen Dank.